Balkonkraftwerk, Balkonkraftwerk. Hi, grüß dich zum zweiten Teil von meinem neuen Balkonkraftwerk. Ich habe mir ein Balkonkraftwerk zugelegt, besser gesagt, es wurde mir gesponsert von der Marke Anker Solix. Und dieses Balkonkraftwerk mit Speicher werde ich mir oben auf dem Dach schnallen. Und zwar nächstes Jahr im Frühling, wenn die Sonne wieder richtig kräftig scheint. Und es gibt bereits schon einen ersten Teil von diesem Video. Das wirst du hier oben im Eck irgendwo finden verlinkt. Besser gesagt, unten in der Videobeschreibung verlinke ich dir das Ganze nochmal. Sowie auch die Produkte und das, was du alles jetzt siehst. Unten in der Videobeschreibung findest du nochmal ein paar Daten dazu. Im Thumbnail habe ich ja gerade, oder hast es ja wahrscheinlich schon gelesen, 60% von deiner Energie, von deiner gewonnenen Energie durch dein Balkonkraftwerk ging quasi verloren. Warum ist das so? Ganz einfach. Du bist, oder viele von euch sind tagsüber gar nicht zu Hause. Wir gehen einen Job nach, wir haben gar nicht so viele Verbraucher, die am Tag dann das, was wir einspeisen in unser Netz, dass wir das verbrauchen können. Und man spricht ungefähr so von 40%, die wir wirklich nutzen, beziehungsweise eine Ersparnis haben. Das heißt, 60% gehen wirklich flöten, weil du nicht zu Hause bist, weil du die Waschmaschine nicht anhast, weil du im Fernsehen nicht guckst. Du kannst eventuell nur deine Standby-Geräte bedienen. Und deswegen gehen 60% flöten. Und was ist jetzt die Antwort darauf? Ein Speicher. Und da hat die Marke Anker Solix sich was einfallen lassen. Die haben einen Speicher auf den Markt gebracht. Der Hersteller ist ziemlich etabliert auf dem Markt. Das hatte ich auch schon so ganz grob angerissen gehabt im ersten Video, was für Ersparnisse du hast. Natürlich sollte man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also wir sprachen, glaube ich, von 6.000 noch was und 2.500 noch was. Das kommt nämlich immer darauf an, wo du so ein Balkonkraftwerk, deine Module, also die Platten, die Solarpanels, platzierst. Was für Jahreszeiten, ob da wirklich ganzen Tag nonstop Sonne raufknallt oder ob das irgendwie verschattet wird durch Bäume. Die ganzen Berechnungen sollte man natürlich mit einbeziehen und natürlich der Kilowattpreis, der wurde, glaube ich, damit mit 40 Cent berechnet. Ich aktuell zahle, glaube ich, jetzt wieder 34 Cent. Also der schwankt natürlich. Wir können alle nicht hell sehen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr der Kilowattpreis vielleicht wieder bei 45, 50 Cent ist. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze fällt. Und im ersten Video bin ich so ein bisschen drauf eingegangen. Und heute gehen wir ein bisschen näher drauf ein, auf den Speicher. Ich will ein paar Fragen beantworten, so viele Fragen, die man sich stellt. Und fangen wir einfach mal an. Es gibt natürlich viele Bastler unter euch oder die wollen das irgendwie mit einem Akku, wollen sie dort Energie einspeichern, die wollen die Kabel verlängern und so weiter und so fort. Ich kann euch von vornherein, werde ich da keine Fragen oder sonst irgendwas beantworten, denn es ist nicht zu empfehlen. Ich kaufe mir auch kein neues Auto und baue da einen größeren Motor ein und frage, ob dies und das ist. Nein, dann verliere ich die Gewährleistung und so ist es natürlich bei diesem Gerät auch. Ich möchte so ein bisschen die Sachen vergleichen. Also ein Balkonkraftwerk ist an sich nichts Schlechtes. Also wenn ihr jetzt zu Hause ein Balkonkraftwerk stehen habt, ist es natürlich toll in den ganzen warmen Monaten, beziehungsweise wenn die Sonne scheint, könnt ihr natürlich den Grundenergiebedarf damit abdecken, beziehungsweise eure Stromkostenabrechnung könnt ihr damit senken. Das ist, finde ich, was ganz, ganz Tolles, sollte jeder haben, sollte auch irgendwie vom Staat irgendwie unterstützt werden. Und da gibt es natürlich die Option, nochmal das Ganze zwischenzuspeichern. Wenn du, wie gerade eben erwähnst, oder wie ich gerade eben erwähnt habe, du nicht tagsüber zu Hause bist, sondern arbeiten bist und du eher ab 17, 18 Uhr zu Hause bist und da die meisten Geräte nutzt oder eher Strom brauchst oder Energie brauchst. Und da finde ich es eine tolle Sache, wenn dann schon die Sonne nicht mehr die volle Stärke hat, du kannst aber dann auf deine selbst erstellte Energie zurückgreifen. Und da ist der Speicher hier was ganz, ganz Tolles. Der hat 1600 Watt. Ist jetzt natürlich nicht so viel. Also wenn du jetzt überlegst, du hast, ich weiß nicht, eine Standheizung mit 1000 Watt und lässt die 2 Stunden laufen, dann wäre quasi nach 1,5 Stunden wäre jetzt so ganz grob mal, wäre jetzt der Speicher leer. Aber immerhin ist das umsonst. Das finde ich halt eine ganz, ganz tolle Sache, dass du selber bestimmen kannst, wann du deinen Strom
deine Energie, die du selber produziert hast, freigibst. Und das kannst du mit deiner App machen. Du kannst das Ganze einstellen, dann und dann abends. Du kannst es jederzeit regulieren. Du kannst auch sehen, was du, wie viel Strom du am Tag produziert hast. Ist eine ganz, ganz feine, saubere Sache. Der Wechselrichter ist jetzt begrenzt auf 600 Watt. Der Wechselrichter ist das hier. Wirst du wahrscheinlich schon kennen, wenn du ein Balkonkraftwerk hast. Und den kannst du auch mit der App dann freischalten. Jetzt ist es aktuell noch nicht erlaubt, aber wenn es beispielsweise in Deutschland dann soweit ist, kannst du 800 Watt freischalten und kannst 800 Watt Strom produzieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das heißt, Anker Solix hat daran schon gedacht. Und dann gibst du ein paar Fragen, beispielsweise jetzt mit diesem Speicher. Das ist, wie gesagt, eine große Batterie, wiegt um die 20 Kilo, also ist nicht gerade so leicht. Und du kannst ihn dir, der ist komplett wassergeschützt, du kannst ihn dir auf dem Carport stellen, du kannst ihn auf dem Balkon stellen, passiert alles nichts. Eine Sache ist dort aber anzumerken, ab 0 Grad speichert der keine Energie mehr ein. Das heißt, wenn jetzt Winter ist und die Sonne scheint, geht das, was du jetzt produzierst, über den Wechselrichter, zack, gleich in dein Netz rein. Es gibt natürlich von Anker, oder die wollen auf den Markt bringen, so eine Art Thermokasten oder Beschichtung. Kommt wahrscheinlich, schaut euch, wie gesagt, unten die Webseite mal an. Ihr könnt das natürlich auch selber bauen, aber das solltet ihr natürlich bedenken. Ab 0 Grad speichert er keine Energie mehr ein. Was kannst du machen? Du kannst das Ganze bei dir im Wohnzimmer stellen, im Keller stellen, wo es wärmer ist, Plusgrade sind. Und da gab es auch mal ein, zwei Fragen. Diese Kabellage hier, die sind ja jetzt begrenzt. Ne? Also wir haben, glaube ich, jetzt hier 2 Meter. Also wenn du es auf den Carport stellst und dein Carport ein paar Meter weiter weg ist, wird es schon ein bisschen brenzlig. Und dort gibt es auch bei Anker Solix, kannst du dir auch Zubehörmaterialien kaufen. Ist noch nicht auf dem Markt, wird es aber demnächst geben. Wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Dann gab es ganz oft die Frage, warum dieser Speicher 10% einbehält. Da ist Anker auch gerade dabei. Es gibt mit der App kannst du es halt einstellen. Es ist jetzt noch nicht da, das Update, aber du kannst auch irgendwann 5%. Das heißt, du kannst da noch ein bisschen mehr Energie verbrauchen. Das machen die aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Wenn du jetzt das ganze Ding auf dein Carport stellst, auf deinen Balkon stellst, lässt es ein ganzes Jahr stehen und sagen wir mal, wir haben Minusgrade, minus 1 Grad, minus 2 Grad, minus 3 Grad und du hast diese Sperre nicht drinne, dass 10% Energie in diesem Speicher drinne bleiben, dann kann es durchaus sein, dass der Akku, der da sich drinnen befindet, dass der Schäden nimmt. Und wenn du dann wieder im Frühjahr das Ganze aufladen willst, dann kann es durchaus sein, dass das ganze Ding kaputt ist. Deswegen braucht dieser Speicher hier immer mindestens 10%, die er einbehält. Das heißt, du kannst nur 90% deiner Energie auch wirklich nutzen. Und das dient einfach nur zur Langlebigkeit dieses Speichers hier. Und das ist ein guter Übergang, Langlebigkeit, Lebensdauer. Der Heimspeicher kann ungefähr 6000 Lebenszyklen dir geben. Das heißt, du kannst das ganze Ding 6000 Mal speichern oder voll laden. Und du kannst mal ausrechnen, was du im Jahr, ich vermute mal an Sonntagen, ja, ist ja schlecht definierbar. Sagen wir mal, du hast 200 Ladezyklen pro Jahr. Da kannst du wirklich ausrechnen, wie lange so ein Ding hält. Also wirklich Jahre, Jahrzehnte. Und Anker gibt dir auch eine Lebensdauergarantie von 15 Jahren und eine Garantie von 10 Jahren auf dieses Produkt hier. Also ich finde, das sagt schon eine Menge aus. Und das liegt natürlich daran, dass Anker Solix hier eine hochwertiges Akku eingebaut hat, eine LFP-Batterie und nicht wie die herkömmlichen Balkonkraftwerke oder die Speicher eine Li-Fi-PO4-Batterie. Was das Ganze heißt oder was das für ein Akku ist, weiß ich leider nicht. Ich bin jetzt nicht so ein Fachmann, aber für mich ist das sehr, sehr plausibel, weil die schaffen ungefähr 3000 Ladezyklen und Anker schafft das Doppelte an 6000. Das spricht natürlich für die Qualität, die dahinter steckt. Kommen wir nochmal ganz kurz zum Aufbau, zur Montage von diesem ganzen Set hier. Ich habe, da ich das ja abfilme, habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht zum Aufbauen. Aber ich denke, das Ganze war so gut verpackt, also jetzt mal nebenbei. Und die Halter, die kannst du, das ist quasi selbsterklärend, wie du die zusammenbaust. Und wir haben wirklich an alles gedacht, ne? An alle Montagematerialien, ob du es am Balkongeländer anbringen möchtest. Dafür gab es Schellen, es gab eine gewisse Absturzsicherung.
Es gab passende Schrauben, aber auch für eine Montage auf dem Carport oder einfach auf die Wiese. Es ist an alles gedacht und die Montage ist wirklich ganz, ganz schnell. Also ich übertreibe jetzt mal, in 5 Minuten hast du das ganze Ding aufgebaut. So ist es nämlich. Die Kabellage, klick, 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 Plug and Play, ganz, ganz einfach. Und innerhalb von 5 Minuten hast du das ganze Ding installiert. Halter noch befestigen und das war's auch schon. Dann gehst du in deinen Store, lädst die passende App runter und verbindest alles mit dem WLAN und schon bist du mit dabei und produzierst deinen eigenen Strom. Also da muss ich sagen, die Anleitung, du kriegst Anleitung im Internet, auf YouTube, du hast einen QR-Code auf der Anleitung drauf, also es ist wirklich ganz, ganz einfach und kriegt auch jeder Laie zu Hause hin. Und da sind die zwei jetzt. Ich habe die jetzt erstmal so aufgestellt hier, um euch das so ein bisschen zu demonstrieren. Ich muss mich nochmal ganz recht herzlich bei Anker Solix bedanken für die Kooperation, denn ja, die unterstützen mich quasi hier mit meiner Werkstatt. Und ich werde im Frühling, wenn es ein bisschen wärmer ist, werde ich das Ganze hier auf mein Dach schnallen. Und ich freue mich schon mega darauf, weil ich bin, ja, meistens arbeite ich spät oder produziere Videos bis spät in die Nacht. Und dann habe ich ein bisschen was von meiner selbst hergestellten Energie. Und ich hoffe, ich konnte dir das Ganze auch so ein bisschen näher bringen. Für viele ist es wahrscheinlich einfach nur so ein Set, was man zusammensteckt, hinstellt und fertig. Für viele aber auch wiederum ein kleines Spielzeug. Und ich finde das Thema recht interessant. Und ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen, ja, das Ganze schmackhaft machen. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, oder ich würde mich freuen, wenn du am Ball bleibst und mit mir nächstes Jahr zusammen das Ganze aufbaust, aufs Dach, besser gesagt, mich dabei begleitest. Und jetzt für alle Sparfüchse, hol dir jetzt dein Black Friday Cyber Monday Angebot. Sicher dir deinen Rabatt von 528 € mit der Anker Solix Solarbank und den Mikrowechselrichter.